Willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 Online mit dem Kizzi, dem Eisi und dem Necro. Hallo. Weiter geht's hier immer noch. Wir müssen gucken, dass wir die ganzen Kunden irgendwie ausgeschaltet kriegen. Kizzi, ich komm mal dem Chef da mal mit. Nein! Gut, sauber. Ich hab ihn. Es müsste klein Fahrzeug kommen, den Typen müssen wir ja auch noch ausschalten. Ich hab eine gute Position hier. Wo ist denn der Typ? Der kommt gerade nicht. Hat hier einer von euch irgendjemand ausgeschalten? Jo. Nee, der steht noch hinten. Das sind zwei Wissenschaftler, dürfen die auch sterben? Vielleicht müssen die, müssen sterben. Alter, also die Mission, die ist echt heftig. Ja, ne? Das Problem ist, wie schaffen wir die vier? Einer muss von hinten die Auto kommt, erschießen, Auto kommt. Und zwei müssen die anderen erschießen. Das ist das Problem. Wir müssen hier vorfahren lassen, den Typen. Ja, kann man den nicht ausschalten. Ja, ja, ich weiß. Soll ich mal vorfahren? Nein. Erst wenn wir den Typen ausgeschalten haben, dann kannst du die Karre erstmal vorfahren. Nein! Nee, jetzt kommt das Auto. Ja! Boah, dem kannst du auch die Reifen wechseln beim Fahren. Ich würde mir noch mehr Zeit nehmen, Junge! Wir haben ja so schon keinen Zeitdruck. Hier. Soll der hin? Oh, das war kein Schalldämpfer. Bei wem? Bei irgendjemand, der da drüben geschossen hat. Ich habe einen Schalldämpfer drauf. Ich komm zu dir. Ich hab schwere Scharfschützengewehr. So, weiß nicht, ob das ein wir müssen zuerst die Wissenschaftler ausschalten, ne? Oder warte mal. Okay, mein schweres hatte keinen Schalldämpfer. Warte mal, zwei können ja schon reingehen. Die müssen die Wissenschaftler ausschalten und zwei müssen die Wachen dort ausschalten. Richtig. Dann kommt einer mal zu mir, oder? Warte mal, vielleicht kriegst du eine Position, wo ich die zwei Wissenschaftler auf einmal wegsnacken kann. Weil ich sehe alle vier von hier aus. Nee, geht nicht. Nee, die stehen zu beschissen. Werden die Wissenschaftler im Blickfeld? Ich habe beide Wissenschaftler, ich kann jedem einzelnen einen Headshot geben. Ja, das muss zur gleichen Zeit passieren. Das ist es ja, ich nehme den... Ja, der Eis ist doch hier bei mir. Achso. Eis nimmst du den linken, dann nehme ich den rechten. Wir müssen das aber zeitgleich alle machen. Ja, ist doch kein Thema. Ich nehme den wieder im Auto. Ja. 3, 2, 1, los. Jawohl. Läuft. Perfekt. Hinten steht noch einer. Wow, sorry. Wo denn hinten? Weiter hinten in dem Gang drinnen. Ich geh mal weiter rein jetzt. Denkt dran, wir haben noch das Auto. Wir haben noch 6 Minuten. Geht schon. Ihr könnt ja vielleicht schon mal vorfahren. Ein okay, Stück. Ich hol's. Ich sehe da also hinten einen, aber... Ganz hinten ist ein Wissenschaftler und eine Wache, dann ist eine Wache bei so einem Eingang und die zweite Wache steht daneben. Und oben irgendwo ist noch eine Wache, aber ich sehe die von hier aus nicht. Unten sehe ich einen. Ja, ich sehe hinten nicht so hinten drei. Ich könnte den ausschalten, ohne dass er gesehen wird. Doch, theoretisch, der wird, oder? Der wird gesehen, das ist das Problem, weil neben den steht nämlich auch noch einer. Das ist heftig, die Mission, ey, die ist richtig böse. Also ich stehe jetzt drinnen hier. Ja, ja, bleib dort. Smoker, bist du neben mir? Jo. Ja, ja, ich bin die ganze Zeit bei dir irgendwie drin, ne. Der eine schweißt da hier irgendwas, ne? Geh mal in die Ego-Perspektive, ich hoffe, wir sahen die Mission nicht. Siehst du ganz hinten den Wissenschaftler und die Wache? Warte. Ja. So, du nimmst den Wissenschaftler, ich nehme die Wache. Okay. 3, 2, 1... Jetzt. Hier unten ist ein Einzelner. Zumindest sehe ich nur einen. Ja, auf der Karte ist dort aber noch einer abgebildet. Da liegt nämlich das Problem. Shit. Aber warte mal. Mal gucken, ob ich vom anderen. Doch, da sind noch welche. Wir sollten vielleicht mal langsam reingehen, hä? Also den Einzelnen. Weiß ich nicht. Das Problem ist, der Einzelne ist nicht alleine. Ja, ich geh mal hier die Treppe hoch. Eis, geh mal mit. Ich geh mal mit rein. Hier die Treppe hoch. Ich hab das Gefühl, dass wir von drinnen jetzt ein bisschen mehr reisen können als jetzt von draußen.
Ich sehe die auf der linken Seite nicht, die zwei Stück. Siehst du die irgendwo? Sind die auf dem Dach? Oben auf dem Dach sind sie, ne? Wir haben nur noch 4 Minuten. Noch nicht mal mehr 4 Minuten. Wir sind hier unten im Gang. Hier unten ist ein Einzelner. Ja, ich suche gerade den zweiten, den sehe ich bloß nicht. Und zwei Wissenschaftler. Ah, die laufen jetzt. Da laufen zwei Wissenschaftler. Shit. Wo? Die laufen gerade fort, die laufen zu den Typen, die wir vor uns abgeknallt haben. Na, also wegknacken. Ich den linken, du den rechten. Eins, zwei, drei. Okay, holt mal das Auto. Ich snack jetzt den Einzelnen weg. Ja, mach das. Ich hol das Auto. Hol das Auto. Okay, das Auto soll fahren, der Weg ist frei. Einer ist noch. Sicher? Ja, der interessiert nicht, der ist auf der anderen Seite des Geländes. Warte mal, ich guck mal, ob ich den sehe. Ich hab mal das Licht ausgemacht. Ja. Vom Fahrzeug. Also ich sehe den nie. Nee. Wunderbar. So, Lou? Hä, was? Heck die Garagentür. Wie denn das? Oh no, oh no. Lass mich. Kizzi, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das muss jetzt hinhauen. Wo ist denn der Vogel? Ach du Scheiße. Ja, genau. Was ist denn das für ein Code? Der Typ da oben macht mich ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ja, ich such den schon gerade die ganze Zeit. Warte mal, ich geh mal. Wo hängst du, Nekro? Ach, dort hinten bist du. Cool. So, Lu? Rückzug. Rückzug. Abhauen. Verlassen. Hier ist ein Jeep ein. Das ist das Gescheitste. Der ist zu. Der ist also rausrennen. Go, go, go. Steckt die Waffen weg, dann seid ihr schneller. Beeilung. Wir haben nur noch eine Minute. Na ja, komm, Alter, flieg noch auf die Fresse. Du bist so ein... Oh, nee, oder? Was? Die hier nähern sich welche? Warte mal. Müssen, sag jetzt nicht, die müssen wir Ohr ausschalten. Nein. Die Zeit läuft immer noch? Ja. Ja, weil das, Jetzt geht Alarm los. Ist nicht wahr. Wir haben's ja alles. Wie weit sollen wir das jetzt noch verlassen? Wir haben nur noch 57 Sekunden. Keine Sorge, wir sind ja draußen. Ja, ja. Wow! Da kommen Fahrzeuge, scheiße! Wir sehen uns aber nicht, wir sind zu dunkel. Hoffen wir's mal. Lass mich schon zurück sehen. Und weiter. Komm mal zu dir hoch dort. Scheiße, dass wir nicht abhauen konnten mit einem Fahrzeug. Haben wir's? Haben wir's? Ja, wir haben's. Alter, nein! Bestimmt wegen dem Alarm, hä? Nee, von wurde von Kiezmann entdeckt. Was? Hä? Alter. Nee, Alter. Wurde von Kiezmann alarmiert. Ach, das ist der Typ, wir müssen alle ausschalten. Doch, ne? Na, wo ist der? Die, wo jetzt hereingefahren sind, oder was? Nee, die nee. Nee, der Typ, der oben stand. Ja, ich hab ihn aber nicht gesehen. Ja. Den müssen wir dann noch suchen, irgendwie. Die Taktik, die wir hatten, die war richtig gut. Die müssen wir mal machen. Definitiv. Die war richtig gut. Also zwei gehen außen, die Strecke, die ich gelaufen bin. Einer geht auf der anderen Seite und sucht den einen Spinner, der noch da über, am Überleben ist. Und der vierte fährt das Fahrzeug rein. Ich würde sagen, Kizzi knackt das Ding wieder. Wer weiß jetzt, wie es geht.
Kizi und ich, wir machen die zwei Wissenschaftler, ihr nehmt die Wachen dort auf der Innenseite. Ja. So wie vor uns. So, ich hab jetzt. Na, wähl doch mal deinen Scharfschützen wieder aus, okay. Okay, ich bin da. Einer läuft weg. Einer steht im Häusel. Ich nehm den vorne. Alter, du hast einen Schuss daneben gemacht. Ja. Aus Versehen. Okay. Nekro, ich komm dir hinterher. Kizi, hast du den Blick? Also, hier wär's geil, wenn jetzt echt alle aufnehmen würden. Wie schon gesagt. Welchen nimmst du? Rechts oder? Ah, hat Auto. Hier oben steht einer. Das Auto. Machen wir zuerst das Auto. Ich hab hier einen guten Schusswinkel. Gut, okay, nimmst du das Auto. Was? Nein. Wer hat? Oh nee, ihr habt doch schon. Wurde von Standort alarmiert? Was? Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Jetzt nur nicht so hässlich hastig werden. Nicht so hässlich werden? Schwierig. Hastig. Nicht schlimm. Okay, jetzt aber. Also hier stimmt irgendwie das Motto, nicht alle guten Dinge sind drei, hab ich das Gefühl. Wir sind alle guten Dinge zehn. Eisi. Ja? Entmutige nicht meine Abonnenten und Zuschauer. Nein. Oh Mann. Ich weiß schon ehrlich gesagt aber nicht mehr, wie viel du versucht das jetzt schon ist, ey. Müsste mindestens schon das der fünfte oder sechste sein. Machen wir mal hier schnell die zwei hier weg. Ist das Auto? Das Auto braucht eine Weile, bis das losfährt. Ja, aber wir können. Jetzt fährt's los. Nekro, hier oben steht er noch. Ja, den aber am Leben lassen. Okay. Erst wenn das Auto vorbei ist. Richtig. Dann könnte. Jetzt wegen mir. Also ich habe auch eine gute Schussposition jetzt, da kommt's. Ja, du stehst ja neben mir. Schnell den wieder am Auto? Ja, aber jetzt erst. Wir müssen erstmal warten, bis die das Auto ausgeschaltet haben. Ja, ja. Da ist ja zum Glück nur einer drin. So, ihr nehmt wieder Wissenschaftler, wir nehmen die zwei hier draußen. Ich nehm den rechten diesmal. Du nimmst den rechten? Jo. Okay, 3, 2, 1, los. Jawohl. Super. So, okay, ich hol mal das Auto. So, ihr kümmert euch mal jetzt um den Rest und ich guck mal, wo der letzte steht. Nee, doch. Wir müssen zusammen machen, sonst. Ja, es reicht, wenn es zu dritt macht. Wo seid ihr alle? Wir sind schon drinnen. Ich hol die zwei Wissenschaftler aus dem Gang wieder raus. Welche zwei? Wo? Ja, die wo dann losgelaufen sind. Moment. Also weil die loslaufen erst. Nee, warte mal, ich muss erst. Bist du gerade draußen oder bist du oben? Ich bin oben. Aber die laufen jetzt los. Hier laufen zwei. Ja, ich nehme den vorderen. Drei, okay. 2, 1. Wunderbar. Den einzelnen unter mir. Nekro, hast du ihn gefunden? Ich bin immer noch am Suchen. Ich sehe den einfach nicht. Wissenschaftler und ein Wachoffizier. Ich sehe beide. Wen soll ich nehmen? Warte mal, dann. Ich nehme den rechten. Was? Den Offizier? Ja. Okay. Oh, Entschuldigung. 1, 2, 3. Ich sehe ihn! Peace. Den Ehen! Er ist weg! Einer fehlt noch.
Er ist aber dahinter. Irgendwo. Ich hab ne Vermutung. Wo ist ein Negro? Ich hol das Auto. Auf der anderen Seite. Der wird dort oben auf diesen Behältern stehen irgendwo. Da kannst du mich auch hochlaufen. Ich bin gerade am gucken, ich sehe aber ja echt null. Auf dem Silo? Ja, vermute ich mal. Ich lauf mal die Treppe hoch. Eis, hol du das Fahrzeug, Kizi, geh du knacken. Wir sind jetzt top in der Zeit, besser als vorher. Wir können es schaffen. Kann ich erst checken, wenn das Auto da ist? Das sieht aus, als würde da in dem Komplex drin stehen. Eigentlich schon, ne? Vielleicht kommt er von dort, wo die zwei Wissenschaftler ausgelaufen sind. Oh ja, der ist hinter der Mauer dort oben. Oder hinter dem Kühler. Wir müssen den definitiv... Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Und ich glaube, ich weiß, wie ich rankomme. Ich glaube, ihr müsst aber warten mit reinfahren, bis ich den ausgeschalten habe, weil ich glaube, dann kommen nämlich die ganzen Kunden nämlich. Vielleicht haben wir es auch nicht geschafft, weil wir zu weit weg waren. Weil wir nicht so weit weg waren, wie wir hätten gemusst. Hey, das ist ein Auto. Hier den. Ich habe einen Aufruhr auf jeden Fall. Ich geh den von dir nehmen. Hier ist noch eine Leiter. 4 Minuten. Maximal 2 hast du noch. Nein, nein, nein! Alter, ich bin gerade abgestürzt. Du müsstest doch jetzt eigentlich von dir aus sehen, oder? Nee, eben nicht. Der müsste direkt vor dir stehen. Der ist in uns zu sehen? Kommt man dann hin? Und Martin, ich stehe immer noch da. Ja, wir haben doch noch Zeit. Auf dem Turm steht er. Okay. Wo warten wir? Warte mal, noch nicht reinfahren. Er sagt, er hat sich hinterm Silo versteckt. Wo? Hinterm Silo. Komm, kommen wir wieder zurück zu uns. Hier war die Leiter. Alter, benutzt bitte die Leiter, Digga. Nein! Oh, Alter. Ich renn schon raus, ihr könnt. Okay. Drei Minuten zwölf. Wir liegen gut in der Zeit. Stopp, wenn ihr bei mir vorbeikommt, steig ich bei euch mit ein. Am besten dann auf den Hügel hochfahren oder so. Meriwether Team kommt an, Achtung. Shit. Hätten wir die vielleicht auch ausschalten müssen? Nein. Ich stand direkt unten da, wir haben nichts zu befürchten, die einfach mal in Ruhe lassen. Kannst du mit einsteigen? Hinten, ne? Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas! Gib Gummi! Mach's Licht aus! Nach links, nach links, nach links! Licht aus! Rechts, rechts! Wer fährt denn hier, so blöde? Alter, auf den Glück. Bitte nee, bitte nee, bitte nee. Nice. Ab Negro. Gleich ein. Hier steht auch immer noch verlasse das, das und das. Wir sind wahrscheinlich immer noch zu nah. Gib Gummi. Ich dreh schon voll durch. Nein. Verfehlt. Nein. Geschafft. Alter, fett, geil, endlich! Nach welchem wie wir versuchen? Bestanden. Boah.
ist Bronze, weil die mich Bladin. Boah, heftig. Und ich habe Gold gekriegt, ich krieg die Krise. Ja, ja. War das jetzt eine Vorbereitung? Ja. Ja. Okay. Jetzt kommt die Hauptmission. Zumindest theoretisch. Oh, puh, also das war echt anstrengend, die Mission, muss ich sagen. Wie empfandet ihr's? Geil. Geil schon, aber übelst böse, ne? Okay, Leute, das war's mit dieser Folge von GTA 5 Online. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da, Daumen oder Abo. Oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.